Ja! Wir können triumphieren. Thum ist besiegt. Alles gut, hallo. Moment! Nein! Halt! Nein! Nein! Die Hellbänder! Trag's nicht! Leute! Halt, Leute, nicht! Lady Hellbender, wir wollen nur... Niemand entkommt meinem Zorn! Startbord! Monsterkönigin von Sekhnaf 9, du wolltest ihn anhören. Aha. Du hast es versprochen. Dann sprich. Hoffentlich ist das die, in der du das Richtige sagst. Du musst dich jetzt entscheiden. Wir haben es verbockt. Haben dich betrogen, haben dich beraubt, haben dein Baby auf dem Gewissen. Das können wir nicht mehr ungeschehen machen. Aber wir bringen's wieder in Ordnung. Was war das für ein Zimmer? Quill. Du Mensch hast ihn getötet, den Drachenfürst von Kakarantara? Nein! Mich! Ah, Gutheit. Das ist neu. Endlich hat das Schicksal uns beide zusammengeführt. Lord Fu. Die letzte Ernte beginnt. Tote Welten, deren Schreie den Weltraum durcheilen. Wir müssen gehen. Sofort. Jemand muss sich der Kirche entgegenstellen. Aber allein schaffen wir es nicht. Du bezahlst eine Schuld und erschaffst dir eine neue? Nein, obwohl ich natürlich verstehen kann... Ich sammle meine Streitkräfte. Also dann, Abflug! Okay. Mal was Positives. Ja, die edle Lady Hellbender kämpft heute an unserer Seite, nachdem wir Thum besiegt haben. Thum den Unbesiegbaren. Klingt, als würde Drax' größter Traum in Erfüllung gehen. Wir begegnen unserem Schicksal, Freunde. Ich kann immer noch nicht glauben, dass wir es geschafft haben. Haben wir doch, oder? Klare Sache. Und außerdem haben wir Mantis wieder. Allerdings haben wir Warlock verloren. Und nur er kann den Magus exorzieren, wenn wir das Ritual gestoppt haben. Holen wir ihn raus aus dem Sektenknast.
Im Ausbrechen kennen wir uns doch alle aus. Ich bin gut. Hat er noch den Tracker? Oh ja, das Ding kriegt er nicht so schnell wieder ab. Gut, wir müssen nur rechtzeitig da sein und hoffen, dass Lady Hellbender es auch ist. Wird sie, da bin ich ganz gewiss. Alles klar. Packt euren Kram, ich Leute, Lady Hellbender nachher auch so. Geht noch mal Pipi, wenn ihr müsst. Wir machen andere keine Pause mehr. Zu betäuben. Hey, Quill. Leih mir mal deine Musik. Hey. Wieso? Ich muss mich konzentrieren. Komm schon. Mit dem Outfit, Alter. Ganz, ganz ernst. Lass ihn nicht fallen. Oh. Mantis, was ist auf Lamentis passiert, nachdem wir weg waren? Als wir dich zum letzten Mal gesehen haben, war die Lage prekär. Das ist eine lange Geschichte. Wir reden darüber, wenn du auf der Toilette warst, wie Startyp gesagt hat. Ich muss aber nicht. Gut, aber sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt, wenn der Kirchenoper dich Glaubenscrunches machen lässt. Moment, Raker wird was tun? Kommt drauf an, aber irgendwann sagt jemand meinen Namen und dann ist da was mit Pipi. Toll, das wollte ich gar nicht wissen. Ich bin gut. Ach ja, kleiner Struppi, das Pipi könnte von dir sein. Nein. Mantis! Ich habe unglaublich viele Fragen. Ich weiß, und ich habe so viele Antworten. Zum Beispiel, übernimm die Produktion. Was ist denn mit ihren Zipfel da unten? Das ist nicht bloß ein Ausschlag. Oder, ja, das ist glutenfrei. Das waren jetzt nicht gerade die Antworten, auf die ich scharf war, aber vielleicht waren auch die Fragen schwach. Welche Fragen? Also, die ich weiß. Nach Lamentis Fragen, nach Lady Hellbender Fragen. Wie hast du Lady Hellbender zu einem Treffen auf Maklu 4 überredet? Du warst nicht mal da, als wir beschlossen haben, hinzufliegen. Sie zu überreden, euch zu verfolgen, war kein Problem. Aber dazu, dir zuzuhören, das war hart. Ich musste gruselig und mystisch werden und ihr Angst damit machen, was anderenfalls passieren würde. Du hast ihr vom Ende des Universums erzählt? Und sie hat dir geglaubt? Oh nein, zuerst nicht. Aber als ich vom Tod ihrer wertvollen Monster anfing... Dann aber schon. Sie konnte ja bei ihren Babys kein Risiko eingehen. Lamentis fragen. Haben wir das? Wie war es auf Lamentis, nachdem wir weg sind? Du hast gesagt, einige würden überleben, aber das klingt jetzt nicht so toll für die anderen. Viele der Alten sind gestorben. Sie haben sich nicht widersetzt, aber auch das Versprechen nicht angenommen. Es ist gegen ihre Natur. Tut mir leid. Muss es nicht. Das hat mir und den Kotat die Zeit verschafft, die meisten anderen zu verstecken. Sie kommt zurück, wenn die Galaxie gerettet ist. Ach, du konntest sie in den Höhlen verstecken. Ich hoffe, du hast sie vor dem Nebel gewarnt. Ich bin froh, dass du bei uns bist. Oh, schön. Du bist nicht immer froh. Warum nicht? Ab und zu bin ich deine Ex-Frau. Was? Nein. Ich glaube, sie verscheißert dich, Quill. Das passiert nur ein einziges Mal, aber das ist so lustig. Ich würde gerne mal wissen, wie das aussähe. Ah ja. Sie bedankt sich, weil ihr Aiden Warsock losgeworden seid. Hey Rocket, arbeitest du an was? Ich arbeite immer an was. Könntest du an meinen Sachen auch was machen? Ich glaube, das kriege ich hin. Beeilen wir uns. Was willst du, Quill? Gibt's denn noch was? Ne, wir haben alles. Wir haben alles. So viel Aufwand und am Ende kommt nichts Glänzendes dabei raus. Sonst noch was, bevor ich mit meinem eigenen Kram weitermache? Ja. Hallo? Hey. Cooler Move, Drax. Mit meinem Gewicht auf dem linken Fuß habe ich mehr Kontrolle über meinen rechten Haken. Viele Leute unterschätzen immer eine ordentliche Beinarbeit. Die Konzentration auf den Oberkörper verrät den Amateur. Ja. Ganz genau. Gewichtsverteilung ist entscheidend, vor allem mit Nahkampfwaffen. Tja, Morgoths Atem, du hast völlig recht. Echt jetzt? Gar nichts? Na schön. Dann gibt's nichts mehr. Alles abgeschlossen, aber was hat er jetzt mit dem Player vor? Das habe ich jetzt nicht so verstanden. Wie heile ich mich jetzt wieder? Guck mal, wir haben immer noch die niedrige. Hallo? Aha, hier ist keiner. Ah ja. Aber gemütlich ist es schon hier, ne? Keine Frage. Warte mal. Gut mitgedacht. Nochmal ordentlich gießen, bevor es losgeht. Ich bin gut.
Ich bin Groot. Er gießt sich einfach selber. Er würde jämmerlich aussehen in seiner Robe. Was? Was hat er gesagt? Groot will den großen Einiger gießen. Oh! Ah! Der Bäcker. Ja, ihr habt Vorteile, ne? Oder wo haben wir Fahrradteile? Wir haben einfach alles. Außer Outfits. Der große Befeuchtete! Ich bin groß! So dumm. Das Ende ist nahe. Nein, streich das. Die Wächter der Galaxie sind nahe. Ich muss gleich kotzen. So. Weiter geht's. Kurze Aufwärmpause und jetzt kommt das Finale. Mit Kapitel 14 da wären wir wieder. Ins Feuer. Déjà-vu. Täusche ich mich oder ist die Flotte jetzt doppelt so groß? Du täuschst dich. Mindestens dreimal so groß. Die größte, die ich je gesehen habe. Und jetzt? Lichter aus, Triebwerke aus und warten, dass Lady Hellbender auftaucht. Oui. Ist denn sicher, dass sie kommt? Sie ist eine Frau von Ehre. Eine Königin. Sie muss nur ihre Truppen sammeln. Und wie lange braucht sie dafür? Zu lange. Nein, wir dürfen nicht zu spät kommen. Wir müssen die Galaxie retten und Nikki. So oder so, wir müssen da rein und dieses Ritual unterbinden. Mit dieser Flotte nehmen wir es allein nicht auf. Kleiner Struppi! Rocket! Verdammt, was machst du da, Mann? Wir müssen in die Sacrosanct dieses Ritual aufmischen, hab ich recht? Klar ist, dass wir hier draußen draufgehen würden. Also sorge ich für eine lautstarke Ablenkung. Mein Walkman! Genau, der bläst denen jetzt leicht eine komische Musik überall um die Ohren und während die suchen, wo das Gedudel herkommt... Schlittern wir ohne Triebwerke lautlos vorbei und gehen an Bord der Sacrosanct. Clever! Echt jetzt? Meinetwegen. Aber wenn wir gewonnen haben, holst du ihn mir wieder. Und jetzt komm rein! So dämlich. Okay, suchen wir uns einen Parkplatz. Ha, diese Idioten. Unser Täuschungsmanöver funktioniert. Tu doch nicht so überrascht. Wir werden meine Musik zurückholen, sobald es hier alles vorbei ist. Sorry, Quill. Sie werden sie wahrscheinlich in Stücke schießen, wenn sie sie gefunden haben. Dann sollten wir dafür sorgen, dass dieses Opfer sich lohnt. Könnten wir es bitte anders nennen? Ich kann nichts machen. Warum flüstern wir überhaupt? Ich bin gut. Ich weiß, dass sie da draußen sind, aber sie hören uns nicht durch den Schiffsrumpf. Trotzdem flüsterst du noch. Weil ich nicht der sein will, der die verflagte Schuld hat. Den kann ich selber nicht. Aber sie können nicht. Klar, wenn sie es hören könnten. Aber sehen die uns nicht, oder wie? Ich glaube, die Musik wäre, glaube ich, lauter. 100%ig. Hätte ich Copyright-Mode. Ich schau an, was ist das denn da? Morgoths Atem! Wow! Ja! Lady Hellbender ist eingetroffen! Wächter der Galaxie!
Kommt raus aus eurem Versteck! Die Monsterlords von Sekhnaf 9 dürsten nach Krieg! Wir verstecken uns nicht! Wir schleichen! Weil wir lebend an Bord der Sacrosanct kommen müssen! Dann werden wir hier draußen so viele abschlachten, wie wir können, während ihr euch hineinkämpft! Fresst, meine Kinder! Brecht ihre kläglichen Panzer auf und ergötzt euch an dem süßen, weichen Fleisch darin! Oh, nice. Das ist so Metal! Oh, nein. Okay, Leute, nutzen wir den Blutrausch der netten Lady für unsere Zwecke! Los, knacken wir die Sacrosanct! Die Landebucht ist unser Weg rein, aber bis dahin liegt noch jede Menge Schmerz vor uns. Vielleicht können wir uns reinsprengen. Das kann. Ich hab den Typen erwischt! Ja, das tut mir Schaden, ne? Direkter Treffer! Na, das nenne ich einen ordentlichen Kampf! Boom! Ha. Wir stehen unter Beschuss! Lass dich nicht treffen, Quill! Ich versuch's ja, verdammt! Das war ein Treffer! Erwischt! Schadensbericht! Lass dich nicht mehr treffen, dann gibt's auch keinen Schaden! Mist, das sind echt viele Geschütze! Hab ihn markiert! Ja, unfair! Ich hab von Raumschlachten wie dieser immer geträumt! Ha! Deine Träume waren anscheinend prophetisch! Wir sind drin! Okay. Aha! Neue Outfits? Krass! Mantis! Sicher, dass du sie fliegen kannst? Ja! Manchmal! Moment! Vielleicht solltest du... Zu den Waffen! Der Feind nähert sich! Oh. Gabe der Floh. Rocket, ein Zeichen von Warlock? Ja, mein Tracker zeigt Goldarsch in der zentralen Feldformation an. Wir müssen raus aus diesem Hangar. Sag das denn! Lady Hellbender, das Outfit war ein ziemliches Spektakel. Ich wünschte, Boom hätte meine Chance nicht verkauft. Achtung! Gern geschehen! Ich wuchle zu Ihnen, Drax. Ich bin sicher, Sie wissen genau, warum wir hier sind. Ihr habt's gehört. Immer drauf, bis Sie platzen und knacken. Wir brauchen eine Verschnaufpause, Groot. Klar, diese Jungs müssen wirklich an ihrer Gastfreundschaft arbeiten. Sag ihnen das später, wenn sie tot sind. Ich werde ihre Knochen brechen. Vielleicht sollten wir uns dann nicht neben sie stellen! Pickel sie ein, Puppe! Das wird unser glorreicher letzter Angriff auf die Kirche! Außer sie haben noch einen Notfallplan! Ich sehe das genauso, Kumpel! Stampfen wir den Kerl ein! Natürlich glaube ich an unseren Sieg! Wir sind doch die Wächter, oder nicht? Oh. Oh. Ich hab nur versucht, ihn aufzuwecken. Macht es Spaß, wenn die Schwachen die Opfer sind? Na ja. Gamora, aufschlitzen! Der Hangar ist weit offen. Sie können von überall angreifen. Solange die Schiffe uns nicht entdecken, sollte alles okay sein. Danke, Kumpel. Ah. Hätten wir viel Angst. Aufpassen! Oh. Oh. Lady Hellbenders Outfit war ein ziemliches Spektakel. Ich wünschte, Boom hätte meine Songs nicht zerkaut. Ich bin bereit zu zerstören. Wow, achte auf deine Wortwahl. Das wird unser glorreicher letzter Angriff auf die Kirche. Außer sie haben noch einen Notfallplan. Ja, schießt jetzt bei ihr Ding sein. Okay, Sprengung! Diese
Vielleicht sollten wir uns doch nicht neben sie stellen. Mann, ihr Holzköpfe. Tödlich der Frau! Er zeigt uns einer von euch Flarkern, wo die Ritualkammer ist. Wir wollen die Eröffnungszeremonie nicht verpassen. Verschwinden wir von hier. Wie nah sind wir dran? Überhaupt nicht. Deshalb müssen wir in Bewegung bleiben. Verdammt, oh, sie haben die Irrenelite angefordert. Wenigstens haben sie uns den Aufzug gebracht. Gamora, erledige sie. Zeig ihnen deine Kraft. Ehrenvoll. Ich bin Groot. So viele Spinner zum Hochjagen. Jetzt ich erledige mehr als du. Hä? Hochjagen, Rocket. Zeit für den Schredder! Natürlich glaube ich an unseren Sieg. Wir sind doch die Wächter, oder nicht? Ach so. Der Coach stoppt deine Teammitglieder. Zeig uns dein Schwert! Fast Track! Das ist unsere Gelegenheit! Immer wieder nachsetzen! Der Flugmann wird ein Zauber! Nimm ihn ins Visier! Hä? Bei dem war mehr als nur das Gehirn im Eimer. Diese verwirrten Seelen wissen nicht, wann Schluss ist. Ja, mit der Robe macht die anderen schwerer verwundbar. Diese Jungs müssen wirklich an ihrer Gastfreundschaft arbeiten. Sag ihnen das später, wenn sie tot sind. Bereit! Mann, ich hasse die Dinger. Warum ist denn das Mikrofon gehalten? Ich vermisse gerade wirklich meine Songs, Rocket! Wenn wir hier lebend rauskommen, mache ich dir neue! Oh, diese Glaubensschiffe sind instabil! Wir sollten das zu unserem Vorteil nutzen! Unfair! Er verstärkt jeden außer uns! Wir sollten die Verbindung irgendwie durchtrennen! Ich bin Groot! Genau! Der schwimmende Freak repariert den Rest! Ich habe Schwierigkeiten! Bin gleich bei dir, Großer! Zeug euch, wenn ihr werdet zurückgebracht! Hey, Mistschädel! Wir sind nur wegen der Erfüllung hier! Genau! Wir haben das Feuerwerk mitgebracht! Jo! Genau! Ich hab so viel Spielzeug und würde es so gern mal benutzen! Weiter geht's, Tiger! Danke, Gamora! Diese Flaknase saugt meine Schüsse glaublich auf! Groot, mach dein Ding! Peter Quill, entfessle mich gegen diesen Ding. Pulverisier sie! Gib alles, Rocket! Durchladen, Rocket! Diese Jungs müssen wirklich an ihrer Gastfreundschaft arbeiten. In manchen Kulturen gilt das hier als Gastfreundschaft. Der Quadratschädel pumpt seine Kumpel auf. Zerhack sie! Jetzt schlägt Drax Stell dich! Treib sie zusammen! Ich vermisse gerade wirklich meine Songs, Rocket! Wir wissen dein Opfer zu schätzen, Peter Quill! So! Mann, die sind so lästig, ne? Zeigt uns einer von euch Flarkern, wo die Ritualkammer ist! Schön gemacht, mit allem, was dazugehört! Der schwebende Schamane segnet seine Herde! Die Kronkuppel muss weg, bevor wir überrannt werden! Wurde auch Zeit! Diese Glaubenskisten sind instabil! Wir sollten das zu unserem Vorteil nutzen! Ich finde nichts raus, wie ich den verletzen kann! Alles für dich, Drax! Töten deinen Schöpfer! Die Kirche hat gefühlt 8 Armeen so jetzt aber. Futter! Ich wette, ich erledige mehr als du! Meine Fresse, war das eine Geburt! Muss ich als erstes mal killen, Alter, aber ich vergesse es mal wieder. Aber die sind so lästig mit ihren Schildern. Denkst du, wir haben in einer der anderen Zeitlinien das Versprechen angenommen? Ja, und diese Loser Guardians haben die gesamte Galaxie geflaggt. Wie können wir sicher sein, dass sie Warlock nicht konvertiert haben?
Es würde erklären, warum sie ihn gefangen genommen und nicht einfach getötet haben. Und es wird jede Menge Glaubensmist in diesen Ort geblasen. Warlock hasst den Markus. Er hat das Ding bereits einmal vertrieben. Haben sie sich versöhnt? Ich und Groot wurden gefeuert und sind trotzdem hier. Nein, ihr seid gegangen. Aber trotzdem. Nein. Hätte der Markus Warlock umgedreht, hätte der uns erwartet. Nice Outfit. Ich sollte die Landebucht komplett zerlegen, damit sie keine Verstärkung schicken. Mantis, nicht trudeln! Warum trudelt sie? Kümmert euch nicht darum, wie ich spiele! Schießt sie mal ordentlich! Ihr lernt bald neue Leute kennen! Die sind schon da, Mantis! Oh! Grüß sie von mir! Ist nicht immer so, Mantis! Boom! Hab den Kultisten gefasst! Noch einer? Vorwärts! Ohne jede Furcht, die sind dem Versprechen komplett erlegen! Und wo sie herkommen, gibt's noch Millionen mehr! Die Tür ist verflockt. Mist. Verflockt. Wir müssen diesen Weg nehmen. Versuch mal, sie zu überladen. Drax, Groot denkt, du hättest dein Jägerzeichen für diesen Ort aufsparen. Sind die immer noch wütend auf uns? Okay, okay. Tut uns leid, dass wir beim letzten Mal so viel Unordnung gemacht haben. Tut es nicht! Ja. Zeig deine echte Groot! Zerstör! Mach deinen Frieden! Hackschlag! Wollt ihr die sagen uns, wo Warlock ist? Das müssen sie gar nicht. Der Tracker funktioniert einwandfrei. Der sinkt nicht mehr. Ist das eine sogenannte spirituelle Erfahrung? Zeig's ihn! Stimmt, ich würde gern wissen, wie sie so viele Uniformen in so kurzer Zeit anfertigen konnten. Stimmt, hat die Kirche einen offiziellen Schneider? Wenigstens hat Mantis die Milano nicht geschrottet. Noch nicht. Überleg nur, was für ein Chaos Lady Hellbender jetzt veranstaltet. Wahrscheinlich hat sie inzwischen die halbe Armada zerstört. Sie ist halt mehr aus, ne? Bam! Fischkopf. Wir haben wieder Unordnung gemacht. Groot hat recht. Sie haben angefangen. Ist ein großer Kult. Die haben bestimmt Hausmeister. Ey, der springt mal von der anderen. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, um uns für die Schlacht zu entkleiden. Oh gut, da kommt die Putzkolonne. Der Dreck ist da hinten, Jungs. Ich glaube nicht, dass diese Leute Hausmeister sind. Drax, schalte sie aus! Du kriegst das hin! Wenigstens hat Mantis die Milano nicht geschrottet. Noch nicht! Wenn wir siegen, haben wir das erste Wahlrecht beim Werbungsgut, oder? Das sieht Lady Hellbender möglicherweise anders. Gamora, zeig sie! Es tut auch nicht weh! Nicht sehr. Ich würde gern wissen, wie sie so viele Uniformen in so kurzer Zeit anfertigen konnten. Der Stoff bremst ihr Potenzial. Jo! Werfen, Drax! Wieder ein Versprechen gebrochen! Du sollst nicht... Lass ihn weg, Rocket! Bam! Überleg nur, was für ein Chaos Lady Hellbender jetzt veranstaltet. Naja, wir fünf machen hier drin auch ein ziemlich ordentliches Chaos. Seid es dumm. Seid ihr die sagen uns, wo Warlock ist? Das müssen sie gar nicht. Der Tracker funktioniert einwandfrei. Nice. Du sagst es, Kumpel. Sie werden mit allem angreifen, was sie haben. Und wir weichen aus. Statü, was bedeutet das wütende orange Licht auf deiner Steuerung? Welches? Das unter dem Klebeband. Oh, jetzt ist es gelb. Jetzt wieder orange. Gelb. Ignorier es einfach, Mantis. Du hast meine Warnleuchten überklebt. Sie haben mich abgelenkt. Klebebandprivilegien entzogen. Es ist mein Klebeband. So. Ja, gibt's ja nichts mehr, weil wir
Jetzt. Material haben. Das ist eine knifflige Frage mit vielen Antworten, Statue. Weißt du was? Vergiss es. Aber Outfits sind, glaube ich, auch nicht hier. Das sind doch die letzten Outfits, die wir haben konnten. Oder ist hier was? Warte. Ui. Ist das wirklich der sicherste Weg? Flag, nein, aber sicher hat im Moment bei mir nicht die oberste Priorität. Oder? Quill, ich wette, du könntest den Rest der Bodenplatten hochziehen. Wird unsere Entschlossenheit nicht brechen. Siehst du, hab ich doch gesagt. Gut mitgedacht. Und da gibt's tatsächlich noch was, okay. So werden wir nicht enden. Stell dich einfach hinter irgendwas. Dann stell du dich vor mich.